Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei mir im kleinen Chaos-Druckstudio. Heute geht es nochmal um das Chaos-Run. Und zwar wurde ich ja trotzdem nochmal gefragt, was ist das jetzt eigentlich genau und wie funktioniert das? In diversen Livestreams wurde es ja schon mal erklärt und gezeigt, wie die Spielmodi sind. Heute möchte ich nochmal ganz kurz darauf eingehen. Also, viel Spaß! Genau, also das Chaos Run verfügbar auf Thingiverse und auf Prusa Printers. Auf Prusa Printers sogar gerade aktuell auf der Startseite als allererstes Projekt, was da gedruckt werden kann. Also vielen, vielen Dank für eure Unterstützung dafür, dass ihr da so fleißig liked und das auch schon runterladet. Auf Thingiverse sind es knapp 100 Downloads schon. Also super Sache, gefällt mir sehr gut. Aber trotzdem kam immer noch mal die Frage auf, wie wird das jetzt nochmal genau gespielt? Und das möchte ich euch jetzt hier kurz erklären. Also, wenn wir da einmal den Netzstecker anschließen, startet das Spiel und es ist in einer Art Startbildschirm. Und zwar haben wir dann die Möglichkeit, über die verschiedenen farbigen Knöpfe verschiedene Modi auszuwählen. Wenn ihr euer Spiel zusammen gelötet habt und das soweit bereit ist, könnt ihr das nochmal kontrollieren. Es muss an jedem Knopf auch die richtige Farbe leuchten, also an Rot-Rot, Gelb-Gelb, Grün-Grün und Blau natürlich auch. Und dann wisst ihr, dass ihr da richtig wart beim Verkabeln schon mal. Wenn wir in diesem Startmodus sind, haben wir jetzt die Möglichkeit, zwischen zwei Spielen auszuwählen. Das machen wir jetzt hier drüben. Wir klicken einmal auf Rot und dann haben wir eine bestimmte Anzahl Sekunden Zeit zu reagieren. Und jetzt kann ich durch mehrmaliges Drücken halt das Spiel 1 oder 2 auswählen. Wir machen jetzt mal Spiel 1 momentan. Warten ganz kurz, er blinkt und geht wieder zurück in den Startmodus. Dann haben wir bei der aktuellen Firmware-Version die Möglichkeit, diverse Level einzustellen. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, zwischen 1, 2, 3, 4 Schwierigkeitsstufen zu wählen. 1 ist für Kinder, schön langsam. 2 ist etwas schneller, 3 ist noch etwas schneller und 4 ist dann noch schneller. Es wird wahrscheinlich noch eine fünfte Version oder eine fünfte Möglichkeit demnächst geben, ein fünftes Level geben, was dann nochmal um einiges schneller wird. Aber so nach und nach, da kommt immer wieder ein kleines Update, guckt da mal wieder nach, auch auf GitHub, wo dann die Firmware zur Verfügung gestellt wird. Also, wir haben jetzt ganz langsam ausgewählt, wir wählen mal etwas schneller aus, also Stufe 4. So, für unsere Verhältnisse hier reicht jetzt die Beleuchtung eigentlich, aber wenn man jetzt ein bisschen draußen spielt oder das vielleicht noch ein bisschen heller möchte, dann kann man das auf grün machen und dann habe ich auch die Möglichkeit 20%, 40, 60, 80 und 100% Helligkeit. Ich denke mal so 40 ist in den meisten Fällen komplett ausreichend. Auch wieder ein paar Sekündchen kurz warten und dann sind wir im Normalmodus. Um jetzt das Ganze zu starten, drücken wir auf blau und dann ist im Prinzip Spiel 1 mit Level 4 und 40% Helligkeit ausgewählt. Und da das allererste Spiel ein Multiplayer-Spiel ist, ist jetzt an jedem Knopf ein Punkt zu sehen. Und da müssen wir uns registrieren, wie viele Spieler möchten da jetzt eigentlich mitspielen. Ich mache jetzt mal 2 und zwar mit Blau und Gelb. Wenn man das auch innerhalb von 4 bis 5 Sekunden bestätigt, und dann ist man als Spieler registriert. Wir haben jetzt an Gelb und an Blau jeweils 5 Punkte. Das heißt, ich kann mit Rot und Grün jetzt nichts mehr machen. Wenn ich jetzt nochmal sage, ah, das soll doch nochmal ein Dritter mitspielen, ganz kurz Stecker ziehen, wieder reinstecken, das Spiel direkt starten und dann halt 3 Spieler auswählen. Das Spiel fängt jetzt nicht direkt sofort an, sondern wartet jetzt darauf, bis beide Spieler in dem Fall jetzt hier bereit sind. Wenn es 4 Spieler sind, dann natürlich 4. Wenn es 3 Spieler sind, natürlich 3. Und wenn es einer ist, wartet das Spiel auch, bis dieser eine Spieler bestätigt hat, dass er jetzt bereit ist. Also Spieler 1 und 2 sind bereit, indem beide gleichzeitig bestätigen. Und jetzt geht das Spiel los. Und jetzt geht es darum, im Moment diese 3 LEDs zu fangen mit dieser Lauf-LED. Und das machen jetzt beide Spieler gleichzeitig.
in dem beide Spieler gleichzeitig die Taste drücken, wenn sie denken, dieser Laufpunkt ist jetzt auf den stehenden Punkten. Und der Spieler, der als allererstes drückt, der bekommt dann auch den Punkt. Wenn man richtig gedrückt hat, dann sieht man das durch dieses Lauflicht. Wenn man falsch gedrückt hat, dann sieht man das durch dieses blinkende Licht. Es wird auch nochmal markiert, wo man falsch gedrückt hat. Also der gelbe geht auch nicht, dass ihr jetzt hier denkt, der funktioniert nicht. Es ist halt wirklich so, dass manch ein Spieler einen Ticken früher ist als der andere und dann gewinnt halt auch nur dieser eine Spieler. Wenn man richtig liegt, bekommt man einen Punkt. Wenn man falsch liegt, bekommt man zwei Punkte abgezogen. Das geht jetzt über 30 Runden und wer nachher nach 30 Runden die meisten Punkte hat, der hat dann halt dieses Spiel gewonnen. Genau dasselbe bei drei oder vier Spielern. Einzelspieler, man spielt halt gegen sich alleine. Machen wir die eine Runde mal noch. Die ersten 8 Runden haben wir hier drei Lichter, wo wir treffen können. Ab Runde 9 ist es nachher nur noch ein Licht, was wir fangen können. So, jetzt haben wir nur noch ein Licht. Also im jetzigen Falle hätten wir alle drei machen können. Es ist natürlich als Mehrspieler sinnvoll, gleich das erste Licht zu nehmen, anstatt das zweite oder dritte, weil dann alle anderen Spieler schon hätten drücken können. Jetzt, wenn man nur noch ein Licht hat, dann muss man natürlich auch nur, dann darf man auch natürlich nur dieses eine Licht treffen. Ja, jetzt war ich mit Gelb ein bisschen schneller. Also das Spielprinzip sollte jetzt hier soweit klar sein. Ihr seht auch schon, das wird immer ein ganz kleines bisschen schneller. Wo die Lichter auftauchen, ist absolut random. Wie rum das Licht läuft, ist absolut random. Die Geschwindigkeit wird stetig schneller. Und hier sehen wir es jetzt auch schon. Gelb hätte jetzt 5 Punkte und wenn ich jetzt einmal falsch drücke, dann bekomme ich 2 Punkte wieder abgezogen. Das war das Spiel Nummer 1. Und jetzt zeige ich euch noch ganz kurz das Spiel Nummer 2. Wir gehen wieder auf Rot, warten ganz kurz, bis wir im Auswahlmenü sind, wählen uns das Spiel 2 aus. Bei Gelb können wir jetzt sagen, wie viel Gewinnrunden, das heißt, jeder Punkt heißt Gewinnrunden, heißt bei 2 Punkten 2 Gewinnrunden, bei 3 Punkten 3 Gewinnrunden, 4 und 5 Runden. Wir machen jetzt mal 2 Runden, das heißt, ein Spieler muss 2 Runden gewinnen, um das Spiel gewonnen zu haben. Das heißt, wenn jetzt der einmal gewinnt und der einmal gewinnt, steht es 1:1 und wer dann die nächste Runde gewinnt, da hat dann erst das Spiel komplett gewonnen. Also, wir haben ausgewählt, Helligkeit braucht man nicht, die lassen wir bei 40%. Also, wir machen jetzt wieder auf Blau, um das Spiel an sich zu starten. Spiel 2 ist ein reines Zweispielerspiel, das heißt, es ist automatisch rot und grün gesetzt und man guckt halt immer gegenüber. Das heißt, rot guckt jetzt in dem Bereich und grün guckt in dem Bereich. Und hier ist es jetzt so, dass wir ein weißes Spielfeld haben, auf beiden Seiten gleiche Punktanzahl. Wir haben einen roten stehenden Punkt, zwei blaue stehende Punkte und dann ein in der jeweiligen Farbe auch laufendes Licht. Dieses Spiel startet auch erst wieder, wenn beide Spieler gleichzeitig drücken. Das heißt, ich mache das jetzt mal. Und dann fängt das Spiel an zu laufen. Und ich muss jetzt mit meinem laufenden Licht immer bei diesen zwei blauen stehenden Lichtern drücken, um mein Spielfeld aufzubauen. Ich mache das mal. Also ihr seht, wenn ich da im blauen, das war zu früh, wenn ich da im blauen Bereich drücke, dann wird mein roter Bereich automatisch größer. Und wer dann als allererstes sein Spielfeld voll hat, der hat dann diese Runde gewonnen. Und wie gesagt, wenn man das auf zwei Gewinnrunden macht, dann muss man natürlich zweimal gewinnen. Also kann sein, dass man bis zu 3 Runden spielt, um das Spiel gewonnen zu haben. Ihr habt es gerade eben schon gesehen, ich hatte einen Fail. Das heißt, mein Licht bleibt dann eine Weile stehen, während das andere Licht noch 5 Schritte weiterläuft. Hier jetzt auch wieder, meins bleibt stehen, das läuft 5 Schritte weiter. Und in der Zeit könnte der Gegner sein Spielfeld schon einen kleinen Ticken besser aufgebaut haben. Ich spiele jetzt hier gerade nur allein, deshalb ist bei Grün nichts passiert. Aber ich zeige euch das dann mal,
Was ich auch noch recht interessant finde, und zwar hat man noch so einen kleinen psychologischen Effekt, weil ich ja beim Gegner nicht direkt sehe, was er macht, aber ich sehe, dass bei mir hier immer grüner wird. Das heißt, ich kriege das optisch auch so ein kleines bisschen mit, dass da was passiert. Und das ist vielleicht auch so ein kleiner psychologischer Aspekt, dass man da ein bisschen abgelenkt wird, um richtig zu drücken. Genau, also das jetzt noch mal ganz kurz die zwei Spielmodi erklärt. Bis jetzt kam sehr viel gutes Feedback zurück zu dem Spiel, dass es euch sehr gefällt. Das freut mich natürlich. War jetzt eine Menge Zeit und Arbeit mit drinne. Der Programmierer ist dann natürlich auch noch hart beschäftigt. Wir gucken, dass wir das Spiel immer wieder noch ein kleines bisschen verbessern können, erweitern können, dass da noch mehr Spielmodi passieren. Das ist kein Versprechen in dem Sinne, dass da sofort was passiert. Aber es ist jetzt nicht so, dass da gar nichts mehr kommt. Also wir sind dran, dass da noch ein kleines bisschen was passiert. Ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr da weiterhin Daumen hoch macht auf Prusaprinters und auf Thingiverse, euch das runterladet, mal Kommentare dazu schreibt, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Druckteile habe ich bis jetzt so gehört, ist jeder zufrieden, das passt super zusammen. Das freut mich natürlich auch. Da waren jetzt einige Kilo, die da durchgejagt worden sind. Ja, also freut mich sehr, dass das Projekt doch so gut bei euch ankommt. Das konnte ich jetzt echt schwer einschätzen. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.